Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr durftet mir bei Instagram anonyme Fragen stellen und die werde ich euch jetzt beantworten. Da sind einige Fragen zusammengekommen, sind auch echt coole Fragen dabei gewesen. Ich habe mir jetzt nicht alle durchgelesen. Moment, wo habe ich sie? So, die erste Frage, beziehungsweise das ist keine Frage. Wie kann man nur so verdammt hübsch und sympathisch sein? Vielen, vielen lieben Dank, das ist so süß. Wann wollt ihr Deutschland verlassen? Dazu wollen wir noch nichts sagen. Wir sagen das erst, wenn es soweit ist. Ich bin so ein bisschen abergläubisch und ich habe immer Angst, dass irgendwas schief geht oder dass jemand ein böses Auge darauf macht. Deswegen, ich lasse allgemein, egal was ich mache, wenn es so wichtige Sachen sind, dann sage ich das erst, wenn es soweit ist. Also es hat jetzt nichts mit der Auswanderung zu tun. Die nächste Frage ist, wann möchtet ihr auswandern und wohin? Genau, also wann und wohin? Da werde ich euch Bescheid geben, wenn es soweit ist. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber lange dauert es nicht mehr. So, die vierte Frage ist, wie läuft deine Ehe mit deinem Mann? Die Ehe mit meinem Mann lief noch nie so gut, wie sie es jetzt tut. Wir sind wirklich wie beste Freunde. Die Ehe läuft einfach genauso, wie ich es mir als kleines Kind vorgestellt habe. Das war aber nicht immer so. Also, es gab auch eine Phase, wo wir uns ganz, ganz viel gestritten haben und auch kurz davor waren, Schluss zu machen. Das ist auch gar nicht so lange her, es war am Anfang des Jahres. Aber wir haben Gott sei Dank wieder zu uns gefunden und wir sind jetzt so verschweißt, wie wir es noch nie waren. Ich bin auch wirklich, wirklich froh, dass wir es nochmal versucht haben, weil wir sind einfach beide total gleich. Wir haben beide einen Knacks in der Birne, wir haben beide den gleichen Humor, wir lieben beide die gleichen Sachen, wir haben die gleichen Hobbys, wir lieben es, aufeinander zu hocken. Oh mein Gott, Leute, wir sind seit dem ersten Tag, an dem wir zusammengekommen sind, immer zusammen, aber wir lieben es. Wir lieben es, Familienunternehmungen zu machen, wir lieben es zu angeln, Fahrradtouren zu machen. Wir genießen einfach jeden Moment als Familie und wir sind auch solche Menschen, wir sind gerne für uns alleine, also wir lassen nicht gerne Leute in unser Leben. Seit wir das auch so ein bisschen wieder machen, seitdem läuft es auch einfach viel, 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 viel besser. Wenn es bei euch auch mal so eine schwere Phase gibt oder wenn ihr euch auseinandergelebt habt mit eurem Partner, ich kann euch den Tipp geben, unternimmt zusammen Sachen. Macht ein Picknick draußen, geht eine Fahrradtour machen, geht in den Freizeitpark, geht schwimmen. Das schweißt einen enorm zusammen. Das tut für die Beziehung gut, für die Ehe gut, für die Familie gut. Und ja, die Kinder sind dann auch glücklich. Wenn man dann irgendwann an so einem Punkt angekommen ist, wo man sich einfach nur noch hasst, wo man sich nur noch streitet, wo man den anderen einfach nur blöd findet und man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass man diese Person überhaupt irgendwann geliebt hat. Deswegen müsst ihr als Familie euch zusammenschweißen. Und das Einzige, was da so hilft, sind wirklich Familienunternehmungen alleine. Nur dein Mann, du oder deine Frau, du, je nachdem, wer das Video guckt, und eure Familie, wenn ihr zusammen was macht, ohne Freunde, ohne eine andere Familie, das schweißt einen so zusammen, wirklich. Genau, die Frage habe ich jetzt ein bisschen länger beantwortet. Die nächste Frage ist, wirst du oft nach einem Date gefragt? Es geht. Also bei Facebook und Instagram, das schreiben wahrscheinlich jedem diese komischen Typen, aber jetzt so im realen Leben nicht. Aber ich bin ja auch immer mit meiner Familie und meinem Mann. So, die nächste Frage ist, was ist deine Körbchengröße? Ich glaube, A oder B. Also ich habe es noch nie so richtig ausgemessen. Ich gucke einfach so, manches habe ich in A, manches in B. Nächste Frage, was ist das Letzte, was du gegessen hast? Oh, Schokofresh. Ja, ich weiß, ich wollte mich wieder gesünder ernähren. Ich bin einfach verfressen. Ich bin verfressen. Dein Lieblingskörperteil an dir. Mein Lieblingskörperteil. Oh Gott, da muss ich jetzt überlegen. Ich würde sagen, meine Augen. Meine Augenform, ja, die mag ich. Dein letzter Song auf Spotify. Oh mein Gott, ich habe schon ewig kein Spotify mehr gehört. Ah doch. Warte mal, das letzte war ein Podcast über das Mindset. Der schlechteste Ratschlag, den du je gegeben hast. Boah, ich habe bestimmt so einige schlechte Ratschläge gegeben. Weil vor 3 Jahren hatte ich einfach eine ganz andere Meinung. Ich habe das Leben ganz anders gesehen, als ich das jetzt sehe. Deswegen wahrscheinlich habe ich da dumme Ratschläge gegeben, würde ich jetzt sagen, so in meinem jetzigen Ich. Aber jetzt so genau weiß ich es leider nicht. Mir fällt spontan nichts ein. Hast du irgendwelche Piercings? Jetzt habe ich nur noch ein Bauchnabelpiercing. Ich hatte auch ein Zungenpiercing, aber sonst nicht, nein. Eine Sache, ohne die du nicht leben kannst. Also jetzt außer meiner Familie, meinen Kindern und meinem Mann. Wenn es jetzt was Materielles ist, dann auf jeden Fall mein Handy. Bitte verrate mir Anmachsprüche, die immer funktionieren. Anmachsprüche? Was zählt denn alles zu Anmachsprüchen? Also so Anmachsprüche im Allgemeinen sind, glaube ich, nie so gut. Also ich würde es, glaube ich, jetzt schön finden, wenn jemand mir sagt, du hast ein schönes Gesicht oder du
du hast ein süßes Gesicht oder du bist sehr sympathisch, so sowas. So, du hast schöne Augen. Ah, weiß ich nicht. Ich kann dir da echt nicht helfen, sorry. Aber sowas, das würde ich schon schön finden. Moin, also erstmal wollte ich einfach sagen, dass du toll bist. Einfach, weil du so ein netter und positiver Mensch bist. Und das in dieser meiner Meinung nach traurigen und schlechten Welt. Aber eine Frage habe ich trotzdem. Warum möchtest du auswandern und wohin? Liebe Grüße und bleib, wie du bist. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Warum wir auswandern wollen? Oh mein Gott, das hat viele Gründe. Zum einen sind es natürlich die Steuern. Wollen wir da nicht lügen, ne? Es ist mir einfach zu doof, dass ich dann so viel arbeite und dann mehr als die Hälfte meines Geldes abgeben muss. Es ist meine Meinung, Leute. Ich rede nur für mich. Ich find's schlimm, ihr müsst es nicht schlimm finden. Der zweite Grund ist, ich mag das Gesundheitssystem hier überhaupt nicht. Das Schulsystem mag ich hier auch nicht. Wie gesagt, meine Meinung. Die Kriminalität finde ich hier auch viel zu hoch. Und das Wetter mag ich hier auch nicht. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Gründe, aber ich kann hier nicht alles sagen. Man darf seine Meinung nicht mehr frei äußern. Da muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Deswegen, das sind so die Hauptgründe. So, die nächste Frage ist, wann war dein erster Kuss? Oh Gott, das war ganz früh. Ich glaube mit 11. Aber das war nur ein Kuss und das war beim Flaschendrehen spielen. Okay, OnlyFans. Nein, ich habe keinen OnlyFans und ich bin absolut gar kein Mensch dafür. Ich finde sowas schrecklich. Kann jeder machen, was er will, aber ich bin da viel zu prüde für. Ich finde alles, was damit zu tun hat, finde ich richtig schlimm. So, nächste Frage. Redest du mit jedem? Wie ist das gemeint, ob ich mit jedem rede? Ja, eigentlich schon. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich mit jemandem nicht reden soll. Denkst du manchmal an dein Teenie-Leben zurück? Ja. Ich kann mich nicht mehr an so viele Sachen erinnern, aber an die Sachen, an die ich mich erinnern kann, die waren wunderschön. Ich erinnere mich gerne an die Teenie-Zeit zurück. Ich habe schlechte Sachen erlebt, ich habe gute Sachen erlebt. Ich glaube, so wie jeder einfach. Aber so im größten Teil war es wirklich wunderschön. Und die letzte Frage ist, wen hast du auf iMessage gepinnt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was iMessage ist. Und ja, deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Das war es auch schon mit den Fragen, ihr Lieben. Wenn ihr nochmal so eine Fragerunde haben wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und mir einen Daumen nach oben geben. Dann werde ich euch nochmal so einen Button bei Instagram reinsetzen und dann könnt ihr mir anonyme Fragen stellen. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr Fragen an mich habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.